Ja, hallo und herzlich willkommen bei euren Social Rune LP. Und wir haben noch zwei andere Gäste hier bei Path of Exile, bei der Let's Play Reihe. Nö. Nee, haben wir nicht. Nein? Nein? Nö. Du spielst alleine. Oh, okay. Und du redest mit dir selber. Ja. Wir sind nur Erscheinungen in deinem Gehirn. Ach so. Welches Gehirn? Ah, dass ich hier zufrieden bin, das wusste ich ja nicht. Also. Echt? Das wussten nur die anderen beiden Stimmen in deinem Kopf. Ne? Genau. Ja. Ich sehe Stimmen. Ich bin doch nicht dement. Jetzt geht's so. Ich bin doch nicht dement. Ich hab das doch nicht vergessen. So, ich glaube, wir sollten Richtung. Und wer das jetzt, Ralf, wer das jetzt vielleicht rein zufällig weiß, wo ich das her habe, der könnte ja mal in die Kommentare schreiben. Ja. Immer schön aufwollen, in die Kommentare zu schreiben, dann weint man immer nur innerlich. Ja, ja. Wenn man keine Kommentare bekommt. Genau, das sowieso. Dann bin ich mal ganz traurig und will sich gleich erhängen. Ja. Ja, genau. Das kennen wir doch alle von dir. Will jemand zufällig einen Glacial Hammer Skill? Wir Gamer sind ja alle depressiv. Nee. Nicht? Nee, nicht unbedingt. Bin wir Gamer sind ja alle depressiv und ne? Oh, ich zoom mal näher an meinem Charakter ran. Ich sehe irgendwie aus wie so ein richtiger Mongold. Mhm. Ich habe einfach eine Tüte auf dem Kopf. Ja, das war. Warte, seit wann Döner in Tüten? Ja, wer weiß. Oh ja, Level up. Ah, jetzt kann ich einen Skillpunkt setzen. Ah. Oh mein Gott. Herzlichen Glückwunsch. One-Handed Mail Damage? Nein. Was ist das? Projektil, nee, ich spiele nicht viel Fernkampf, aber was kann ich hier machen? Live, 6% mehr Leben. Ach, wir müssen hier noch weiter gehen. 8% mehr Mana. Ich glaube, ich gehe mal auf 8% mehr Mana. Ich dachte, du bist ein Kämpfer. Ja, aber meine neue Attacke, die zieht eine Menge Mana. Und die hast du wie lange? Ich weiß nicht. Aber ein bisschen mehr Mana schadet nicht. Weil ihr seid schon Level 8. Weil oh, ja. Das wäre dann, weil das ist dann hier sowas Dezentes. Genau, Level 7. Geht da ab. Nee, du musst mehr töten. Ja. Also ich krieg keine Assists dann? Doch, man kriegt doch EP, wenn die anderen was machen. Aber du kriegst ja mehr EP, wenn du tötest. Mhm. Ja. Dann lassen wir mir ein paar Leute über. Ja, dann beeil dich einfach mal. Ja. Ja. Ich muss jetzt zwangsläufig weißt du, das auf hat, das Leben. Hat alles. Das hat alles Sinn. Nämlich, dass die Leute sich denken, der Social Moon ist total schlecht, wir gucken uns das jetzt Play bei den anderen beiden an. Ja. Ja, Abos genau. Farm, wie ist das? Ha, meiner. Das war gerade meiner. Hoffen wir mal. So. Abos Farm, wie ist das? Kennt man ja. Ja, ja klar. So das Übliche. Obwohl ich noch keine Abos dadurch gefarmt habe. Ja, das ist schlecht. Dazu haben wir, glaube ich, einfach einen zu kleinen Zuschauerradius. Kannst du jetzt Quatsch, wie viele hast du? Abonnenten? Natürlich. Abonnenten 180, etwa. Etwa 180 hatte. Ich hab 90. Müssen wir hier nicht hoch? Ey, doch, ja, doch, hier müssen wir hoch. Ich hab nur noch was eingesammelt. Okay, müssen wir da hoch? Denke ich mir zumindest. Ja, wir müssen, warte, ich guck nochmal nach. Seit wann kann er hoch? Wo haben wir es denn? World Screen. Wir müssen auf jeden Fall nicht zum fetischen Pool, da müssen wir auf jeden Fall nicht hin, ja, das ist was anderes. Nee, wir müssen weiter geradeaus. Ja, also dann hier. Ja. Und dann rechts irgendwann, ne? Die Submerge-Passage. Ja, und danach müssen wir geradeaus, glaube ich. Also jetzt einfach weiter geradeaus und dann, Hoffen wir mal, ja, dass wir da hier nicht hier irgendwo. Ups, ich bin schon wieder weggegangen. Ich will nochmal zurück. Wie kommen wir hier weiter? Es ist dunkel. Waypoint! Erstmal aktivieren. Ah, wir sind da, ja, gut. Ja, warte, was ist da? Das wissen wir nicht. Wir müssen jetzt. Da sind überall Fragezeichen, also. Die Waypoints neu, die sind mir vorher nicht aufgefallen. Ja, oh. Aber ich glaube, es sind ein paar mehr geworden. Also bei der Küste gab es vorher keinen, das weiß ich. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich weiß es nicht. Also ich denke. Da bin ich mir eigentlich recht sicher. Nee, was sind das denn für Teile? Wir haben Tentakel. Carpadore. Carpador setzt Platscher ein. Alter, habt ihr das auch mit dem Erdner ein? Dings werfen? Ja, ne? Das ist der epischste Pokémon-Kampf, den es gibt. Safcon gegen Carpador. Safcon setzt Erdner ein. Carpador setzt Platscher ein. Der emotionalste Kampf aller Zeiten. Da ist ein Boss. Ah, ist ein Boss, okay, ich mach den Fernkampf.
Okay, ich schlag Flügel auf ihn ein. Okay, der ist gegen Kälte unempfindlich, ne? Ja. Ja, ich hab ja auch keinen Elementarschaden, richtig. Ja, ich hab nur Kälte. Ich hab Kälte und eine Feuerattacke. Ich friere sie ja erst ein, um sie danach wieder zu grillen. Ah. Ja, das ist geil, ne? Ja, oh, billig. Also muss man das machen, so läuft das heutzutage. Was haben wir denn hier am Boden liegen? Noch ein Bogen? Ach komm, die Axt nehme ich mal mit, die kann ich bestimmt für was Gutes verkaufen. Das. So, ich habe schöne Schuhe. Oh. Oh Gott, ich habe schon wieder zwei Bögen aus Versehen aufgehoben. Ich habe 7%ige höhere Chance, Rare Items zu bekommen. Evasionsrate, was ist denn der Unterschied zwischen Evasionsrate und Das weiß ich auch noch nicht genau. Weil ich will jetzt nämlich, weil ich habe jetzt hier was gefunden, das bringt nochmal 19 Armor, also normal Verteidigung. Mhm. Und 7 Energieschild. Aber das andere, was ich habe bisher, ist bringt 19 Armor und 19 Evasionsrate. Nur ich weiß gerade den Unterschied nicht zwischen Evasionsrate und Energieschild. Ja. Oh, ich brauche auf jeden Fall Energieschilder. Das ist bei mir auf jeden Fall die Sache. Möchtest du das dann haben mit dem Energieschild, was ich habe? Weil ich habe nämlich den zweiten Skilltree. Hier, warte, geht Richtung ich werfe dir das mal auf den Boden. Hier vorne. Ja. Das kannst du dir mitnehmen. Braucht ihr eigentlich noch eine Rüstung zufällig? Eine Armor 14 Rüstung? Nee, meine hat ja 19. Ich habe ein Elva Energieschild schon. Energieschild, aber Rüstung. Ja. Das ist ja wie bei Der Truhe. Wie bei, wie heißt denn das nochmal? Hier kommen Gegner. Torchlight? Nee. Was weiß ich nicht. Ich rede von Mass Effect. Schild und Energie. Ja, bei Halo sind Schild und Energie ja auch unterschiedlich. Ja, ja. Eigentlich sollte ziemlich bei jedem Third-Person Science-Fiction spielen. Zwar ist Halo First-Person, aber... Ja, First, Third, wie auch immer. Alles das Gleiche. Ja. Alles dasselbe, genauso wie die Japaner. Ja, ja, das sowieso. Ja, das sind eh alles. Alles ein Mensch. Das sind alles Reisfresser. Naja, man darf ja... Man darf ja keine Gruppe hier auslassen, die man nicht beleidigt, ne? Ja. Wir sollten vielleicht die Juden auslassen, das hält man für Nazis. Die Juden? Ich hab einen Witz, ne? Also. Ich hab einen Witz für euch. Also. Wie viele Juden, ne? Juden kennt ihr? Ja, ja. Ne? Passen in ein Auto. Da kommt jetzt irgendwas mit Stopfen wahrscheinlich. Irgendwas mit Asche wahrscheinlich oder so, ne? Zwei vorne, drei hinten und ein paar in den Aschenbecher. Ja. Das ist doch genauso wie, was macht ein Jude auf der Schaukel? Die Deutschen schaffen schneller. Richtig. Ich meine, solche Witze sind halt echt mittlerweile. Gibt's so viele. Ne? Ja, aber die werden. Aber das Witzige ist, die werden mir trotzdem nicht langweilig. Ja, ich mag diesen schwarzen Humor. Humor. Ja, ja, weil mein Humor ist ja so schwarz, der könnte Baumwolle pflücken. Ja, ja. Das ist sowieso. Also da brauchst du. Warte. Ups, hab ich jetzt. Super Maske. Nee, nehme ich nicht mit. Iron Head, nee. Skinning Knife, das hört sich an, als ob da irgendwie, ob ich CSGO spiele. So, das Schild werfe ich mal weg. Ob ich CSGO spiele mit Knife Skins. Alter, Knife Skins, ich will... Wir müssen hier nicht über CSGO reden, wir wollen nur gute Spiele ansprechen. Ja, zum Beispiel Abenteuer auf dem Reiterhof, das ist ein gutes Spiel. Ja, das ist... Das ist immer noch ein perfekter Name eigentlich für ein Bardan. Warte. Ja, stell dir mal vor, da steht Abenteuer auf dem Reiterhof, ja? Ja, was denn? Eindeutig zweideutig, ja. Ja, und deswegen wäre es ja super. Und spaßig. So viel Spaß. So, Warte, wo müssen wir überhaupt jetzt hin? Hier gibt's Wo sind wir? Warte, ich guck. Wir müssen weiter runter. Ja, warte, ich guck auf die Map. Wartet bitte auf mir. Lauf doch nicht weg, wenn ich sage, wartet bitte auf mir. Wir müssen. Ja, runter. Ja, das war mir schon klar. Hilfe. Wo seid ihr und so? Du könntest doch mal warten, wenn ich sage, wartet bitte auf mir.
Dieses Bitte habe ich nicht verstanden. Ja, du hörst die Beleidigung, ich weiß. Oh, das ist ein Boss. Ja. Oh ja, warte, ich halt mal. Geh hier aber ziemlich gut alleine runter. So, da ist noch einer. Richtig abgehoben, der Junge. Ja, oh, ja, oder ist es einfach nur ein starker Gegner? Das könnte auch sein. Ich bin so, richtig abgehoben, hier liegen? Wie manche andere Leute. Gold Zorn. Ich mag es, abgehoben zu sein. Mann, hätte ich jetzt immer in der Luft. Mazda, ne? Ja, genau. Mann, Mazda? Ja, das ist ein Insider. Das ist einer der größten Insider, die es gibt. Ja. Also so richtig. Aber auch auf eine Fahrt zum Kino mit zwei Kumpels. Sind wir mit Fahrrad gefahren, fahren so an einem Toyota-Laden vorbei. Und Kumpel fängt einfach an zu schreien, Mann, hätte ich jetzt Bock auf einen Mazda. Hm. Ja. Ja. Bei Toyota. Naja. Und er arbeitet für Volkswagen. Ja, heißt ja nix. Joa. Solange der Volkswagen kennt, ist es ausreichend. Volkswagen, der Auto. Meine Deutschkenntnisse sind super. Genial sind die. Hatte ich schon mal erwähnt, dass ich einen deutschen 2 habe? Ja. Ey, ich auch. Ich glaube in Hitman. Nein. Ich guck mir das eigentlich gar nicht. Hitman. Nee, da habe ich das zum Beispiel gar nicht. Ich guck mir zum Beispiel Hitman und Borderlands bei dir gar nicht an. Oha. Ist echt. Oha, oha. Oha, nee, weil, oha, brutal, ey, brutal. Deabo. Nee, weil ich einfach abonnieren, um zu deabonnieren. Einfach ist ein Spiel, das ist nicht so mein Fall. Ja. Und Hitman, weiß ich nicht. Trifft dich so. Nicht so, ne? Der war gut, der war wirklich gut. Ledge, wo müssen wir denn hin? Oh, ich bin einfach rausgegangen. Wo bist du jetzt bei den Ledge? Ja, und hier sind voll, also ich bin echt gut zu den Vögeln hier. Okay, warte, ich komm mal mit. Wer will Vögeln, wo? Ich will mich gerade schon wieder auf mein Bett setzen, ja? Ja. Ja, setz dich auf dein Bett. Ja, aber dann kann ich nicht mehr weiter zocken. Hier waren gerade ganz viele, mit denen, da war ich echt gut zu Vögeln. Das kam jetzt echt. Ja, das war jetzt. Alter, was ist denn hier los? Ich brauch mehr Mana. Ein Ziegenhorn? Ich hab mehr Mana. Ja, ich hab auch viel Mana. Ihr seid ja auch auf Magie ein bisschen und ich nicht. Na, ich bin brutal auf Magie sogar. Ja gut, Iron Ring, was haben wir denn hier liegen noch? Iron Ring. Aber es gibt kein getrenntes Loot-System mehr, oder? Nee. Nee. Ist mir auch schon aufgefallen, das ist... Und es war auch, glaube ich, vorher nicht unbedingt getrennt. Doch, ich glaube schon, außer bei Bossen. Kisten und so, die haben wir immer einzeln, also da, aber das ist auch nicht mehr. Also das heißt, wenn man mal Pech hat und wenn man gutes Loot wegschnappt, Pech gehabt. Ja. Ja, aber das ist doch auch bei Borderlands zum Beispiel so. Ja, aber da kann man spielst du zu viert, dann ist immer irgendeiner angepisst, weil dem irgendein Loot geklaut wird. Ah, doch. Das ist eigentlich. Nee, das ist doch immer so. Oh, kaputt hauen. Also ich mach das immer so, wenn ich mit Kumpels spiele. Wir konnten. Wenn jemand fokussiert sich auf bestimmte Waffengruppen und dann ist das einfacher. Weil dann hat man. Dann braucht man nämlich. Oh, eine Porte ist cool. Dieses ganze. Ist das ein Boss? Nee, das ist ein Totem. Hab's kaputt gemacht. Das sieht mir aus nach einer. Nach so einer Spawnstelle für Skelette und so. Lass die mal spawn trappen. Nee, das mach ich in COD nur. Da ist jemand Lerner! Ach, du bist so ein Arschloch, der spawnt wird. Ja, wenn ich bei manchen Maps weiß, kenne ich ja die Spawns in- und auswendig. Ja, ich hasse Spawn-Trapper. Danke. Da fand ich schön. Ah, die Schilde, also ich Schilde könnt ihr gerne alle haben. Ich kann erstmal nochmal leveln. So, ich kann meinen Skillpunkt verteilen. So, ich kann plus 5 Mana pro Kill. Okay. Warte, lass mal kurz in die Stadt. Wir können ja jetzt sofort das Ding hier wieder nehmen. Ja, klar. Ja, warte, wir sind aber falsch, ne? Wir sind falsch, ne? Egal. Ja, warte. Wo seid ihr jetzt genau? Ich bin in der Stadt. Ich bin in der Stadt auch. Oh, ihr könnt doch auch mal einmal Nein. Leben warten. Nein, warte. Aber hier ist dann ein Weg. Okay, hier ist der Waypoint. Ja, warte, deswegen, ich will essen. Warte, ich will essen. Kann man das essen? Ja, war nicht gut. Manchmal frage ich mich echt, ob du geschlagen werden willst mit einem Amboss in die Fresse. Ja. Ich mag Amboss.
Aber ich glaube, du magst nicht, wenn dein Gesicht fliegt. Warum nicht? Ist doch. Ich glaube, das tut dezent weh, so Bögen verkaufe ich. Könnte sein, dass es ein bisschen weh tut, aber. Naja, who the hell cares? Ich auch. So. Kriege 4. Was ist das denn? Okay, Nailed Fist? WTF? Genagelte Fäuste. Ja, aber ich meine. Warum sollte ich. Nehme ich auch nicht. Die behalte ich. Gerostetes Schwert ist auch schlechter als alles, was ich habe. Kann auch weg. So, dann Sell Items. Accept. Brauch mal eine Lebensflasche oder so. So, und ich gucke jetzt mal kurz, wie ich mich jetzt weiter skille. Ich könnte auch noch darauf gehen, dass ich jetzt den ganz voll mache, in diesen Kreis. Ach, jetzt weiß ich, was ein Orb of Transmutation ist. Was denn? Wenn man das auf einen anwendet, auf eine Rüstungsteil, dann wird das zu einem magischen Rüstungsteil. Oh. Mhm. Leuchtend. Okay. Ich könnte auch da lang gehen und nochmal physikalischen. Nee. Orb of Transmutation, you know. Meinst du das oder was wie? Naja. So, ich möchte auf jeden Fall erstmal ein bisschen mehr Mana auch haben. Weil das doch ein bisschen nervig ist, aber ich möchte auch mehr leben. Hello. Mach dann erstmal das. Surviving in Rayclast is a simple matter. Don't be curious. Ich weiß jetzt, was ich die nächsten paar Level skille. Ich weiß, was ich die nächsten vier Level skille. Okay. Und ich glaube, meine Abonnenten könnten sich das auch denken. Perhaps they were right. Oder vielleicht eure Abonnenten, weil ich perhaps their lives were dashed as quickly as their hopes. Oh mein Gott. Oh man. Abgehoben, der Typ. Ja, richtig abgehoben, manche Abonnenten läuft. YouTube Money regelt. Exiles can't be choosers. Ich hab meine Ausbildung schon abgebrochen, um YouTuber zu werden. Ja, genau. Echt? Machst du das nicht? Das macht das, ja klar, immer doch. Also von daher, mit 14 Abonnenten kann man richtig durchstarten und naja, so. Naja, klar. Ja, was, hast du irgendwas anderes erwartet? Legendär. Legendary. Master of the, Master Sergeant Legendary. Art. Master Sergeant, Ops Sergeant, Most Extreme Sergeant, Sergeant. Ich glaube, er kann nicht reden. Was war das denn jetzt? Ich glaube, ich weiß, worauf er hinaus wollte. Ja, das ist echt. Das behalte ich mal. Das. Ich habe kein Achievement. Und wo ist das Problem? Ach stimmt, haben wir beide nicht, tatsächlich. Orb of Transmutation. Schön. Jeez, ich will ganz viele Diamanten haben eigentlich. Also du bist so richtig, dann spiel Minecraft. Philipp, nein! Das Bedürfnis, den Amboss einfach zu nehmen und ihn in das zu ihm hinzuwerfen. Ins Gesicht! Ja, es ist dezent hoch. In your face. Ah. Nee, in your face. so, dann, ich kann. Habt ihr auch so einen puren Hass oder was? Nein. Ich mein darf Gott, nur zitieren: Menschen. Du hast was in meiner Gegenwart gegen eine AOG gesagt. Einmal. Mein Gott! Ja, darüber weine ich immer noch, ganz bitter. Ich habe Albträume davon, dass man die AOG nicht mag, ja. Das ist aber sehr traurig. Vor allem du guckst The Walking Dead und feierst die AOG nicht. Wie kann das? Das kann nicht. Ich möchte jetzt hier auch nicht genau sagen, warum ich die feiere, nicht, dass ich irgendwelche Menschen spoiler. Weil das möchte ich ja nicht tun. Ach, kannst du ruhig sagen. Nee, ich möchte keine Menschen spoilern. Ich bin schon mal ausgetickt, weil ich gespoilert wurde vom Halbfinale der 5. Staffel von The Walking Dead. Dank Facebook. Das ist. Da hatte ich das Bedürfnis, meinen Bildschirm kaputt zu schlagen. Aber das war so. Weil es war ja nicht nur so ein leichter Spoiler, ja. Das war ein Spoiler auf Doom, weil das hat einfach einen Tod. Von einem Hauptcharakter gespoilert. Hm.
Das ist nicht schön. Ja, glaub ich dir. Ja. Vor allem, wenn man diese Serie einfach liebt. Es gibt nie grüne Diamanten, nie! Grüne Diamanten? Nennt man auch Smaragde. Ja, aber hier, ich weiß nicht, hier heißen die Spectres roh. Purchase Items. So, ich gehe dann mal wieder zurück, ne? Ja, wartet, ich mach noch hier eben kurz, Gibt's nicht irgendwie normale? Gibt's nicht irgendwie so magische so Stäbe, die man... Ja, ja, es gibt magische Stäbe. Ja, die irgendwie so diesen Fernkampf, ne? Weiß ich nicht. Schätze ich mal. Sollte ich eigentlich. Schätze. Ey, wir müssen mal zurück, eigentlich müssen wir... Ach, jetzt habe ich das verstanden mit dem, wo man hin muss. Ich bin... Oh mein Gott! Das sagte ich ja. Wartet mal, Pless auf mich. Hey. Wir müssen zurück, ne? Ja, aber trotzdem, jetzt bin ich da. Ist ja, das und? Die dritte Folge, die wir heute aufnehmen? Ja. Ja, da ja, ist die dritte Folge. Dann danach gleich noch eine, ne? Ja. Und danach noch eine, noch eine, noch eine. Ja, ich hab heute noch was und vor, ja. Wieder, und wieder. Und wieder. Und das. Und ne? Wieder. Ja, aber wisst ihr was? Nächste Folge, ne? Ist, ist. Das Stichwort? Ja. Ja. Oh, wow. Ihr könnt euch auch mittlerweile ergänzen. Ja. Oh, das ist echt toll. Ja, wann kommt die Heirat? Gar nicht. Ich habe ja heute Morgen ein bisschen Zeit mit ihm auf dem Teamspeak verbracht. Ja. Oh. Weil wir ja so dezent auf jemanden warten mussten. Ja. Was? Auf wen denn? Ich bin. Warte, ich fühle mich nicht angesprochen. Ich weiß nicht. Also die Sache war ja die, wir haben uns für 10 Uhr haben uns überlegt, so, okay, wir nehmen 10 Uhr auf. Ja, alle waren 10 Uhr da. Nur ein gewisser Herr nicht. Ach, der Social Rune. Ach, den schlage ich gleich mal zusammen. Gut, mit einem Amboss bitte in seine Fresse. Ja. Und damit ja. Bis zur nächsten Folge, würde ich sagen. Ja, bis dahin. Tschüss. Haut da rein.